fröhliche Musik erwartete die Einwohner von Surgetin am 27. November an der Kellergasse. Der erste Adventssonntag wurde hier gefeiert. Die Idee der Veranstaltung stammt von der örtlichen deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung. Also die deutsche Selbstverwaltung von Surgetin hat diese Idee gehabt, mal letztes Jahr, dass wir hier eine Adventsveranstaltung machen möchten im Dorf. Und daher gab sich dann eigentlich diese Weinkellerstraße, weil wir haben ja schöne, viele schöne Weinkeller. Und wir haben gedacht, wir machen so eine Art offene Weinkellertür im Einwand und vier verschiedene Stationen an den vier Wochenenden. Und so haben wir letztes Jahr eigentlich dieses Prinzip ausgearbeitet. Letztes Jahr war natürlich durch Corona das abgebrochen, also konnte nur das erste Wochenende abgehalten werden und die anderen Termine fielen leider aus. Und wir hoffen, dass es dieses Jahr nicht der Fall wird. Also wir möchten die ganze Adventszeit hier in den Weinkeller feiern. Und es freut uns sehr, dass so viele Leute aus dem Dorf gekommen sind, weil bei neuen Veranstaltungen hat man immer ein bisschen Angst, dass es die Leute nicht so kommen werden, ob das wirklich gefällt, ob die Idee gut ist. Aber das zeigt Gott sei Dank, dass die Leute daran interessiert sind und dass die Leute gern hierher kommen. Auch Kunsthandwerk, leckere Speisen und Getränke warten auf Interessierte. Auch mit der Dekoration sorgten sie für die festliche Atmosphäre. Für die Kleinen wurde auch eine besondere Aktivität organisiert, während die Erwachsenen die Weine der gastgebenden Weingut probieren konnten. Musik war ein unverzichtbarer Bestandteil der Veranstaltung. Das Besondere ist, dass an der Adventswochenende nicht nur das kulturelle Programm abwechslungsreich ist, sondern auch die darauffolgenden Sonntage einem karitativen Zweck dienen. Die Grundidee ist eigentlich nicht, dass wir hier einfach nur feiern, sondern es ist immer einem guten Zweck gedacht. Adventszeit ist ja auch deswegen wichtig, weil wir ja an Weihnachten uns vorbereiten. Dann ist es sehr wichtig, dass wir spenden können. Und das ist auch jedes Mal ist eine Benefizveranstaltung. Das erste Mal ist für den Kindergarten, also das Geld, was hier einfließt, wird für ein 1:1 für den Kindergarten aufgeboten. Das zweite Wochenende ist für die Schule veranstaltet. Am dritten Wochenende sammeln wir für die notdürftigen Familien im Dorfe. Und am vierten Wochenende sind dann die Pensionisten dran, unser Pensionistenverein. Und die werden das Geld, was hier einfließt, bekommen und darüber dann an die Leute verteilen oder auch Programme veranstalten, wie sie möchten. Und ich muss noch erzählen, dass es sehr wichtig ist, dass wir, also die Grundidee hat die deutsche Selbstverwaltung gehabt, da war es sofort, haben sich alle anderen Selbstverwaltungen, auch die kroatische Selbstverwaltung, die Gemeindeselbstverwaltung und natürlich auch sehr viele Zivilorganisationen diesen Initiative angeschlossen, was sehr, sehr wichtig ist, weil alleine könnten wir das nicht organisieren. Es war sehr wichtig, dass die Leute wirklich alle geholfen haben und ich hoffe, dass sie auch weiterhin helfen werden, also bei den anderen Veranstaltungen und das ist dann sehr wichtig. Auch muss ich erwähnen, dass es einige Familien gab, also zum Beispiel hier, wo wir stehen, ist auch der Weinkeller von einer Familie, von Familie Karl und Fuchs und die haben da sehr viel angeboten, auch eigentlich das Essen komplett bezahlt, also gespendet. Und damit das Einkommen für den Kindergarten eigentlich 100% zum guten Zweck verwendet wird. Neben dem Spaß können Familien und Freundgruppen auch spenden, um lokale Institutionen und Organisationen zu unterstützen, während sie sich auf Weihnachten einstimmen.